Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Nachdem ich mich jetzt kurz 2 Minuten beruhigt habe, geht's endlich mal weiter mit Portal 2. Das heißt endlich, nächste Folge halt. Und wir sind wieder in einem zivilisierten Teil, was schon mal sehr besser ist, statt durch diesen Kack-Pump-Station down zu gehen. Das kotzt mich nämlich langsam ein bisschen an. Ich hoffe, das wird jetzt auch ein bisschen interessanter dadurch, wenn ich mal wieder ordentliche Rätsel mache. Ladebildschirm sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, dieses Wealthy Science Center. Teil 8, Unruhe. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Bring uns da runter und ich gebe ihm ein Paradoxon. Heißer? Heißer? Kochend heiß? Okay, kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt, ganz, 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 ganz kalt. Nun drückst du endlich den Knopf! Welchen Kackknopf? Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir mopsen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Hahaha! Ihn zu lösen. Das klang jetzt sehr nach Totlachen. Bin ich jetzt wirklich zu doof? Oder gibt's hier wirklich keinen Knopf? Ah, verstehe. Okay, gut. Muss man auch erstmal wissen, ne? So, ciao. Ciao, Wealthy. Ich verpiss mich. Kannst mal schön alleine weiter gucken. So, weiter jetzt hoch. Das sieht schon wesentlich moderner aus als in den Kack-Pump-Station, wo alles durcheinander und kaputt war. Was ein bisschen scheiße war, ne? Na gut. Habe ich jetzt, glaube ich, auch schon zum 5. Mal gesagt. Und dann geht's weiter. Scheiße. Löse das Rätsel. Wenn er zurückkommt, präsentiere ich ihm ein Paradoxon. Die Dinger sind irgendwie ein bisschen verrückt, kann das sein? Also, Wesley bekommt ja echt gar nichts ins Glück. So, drücken wir mal den Knopf. Leg mal am besten so ein Ding hier drauf. Ja, ich wusste, du schaffst es. Oh. Hallo? Zeit für Paradoxa. Dieser Satz ist falsch. Nicht darüber nachdenken. War, würde ich sagen. Das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Blitzohr. Es ist ein Paradoxon. Es gibt keine Antwort. Dort. Ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage also, sofort in das habe ich doch repariert. Warnung, kritischer Reaktor, da, repariert. Hey, wie schön euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Halt deine Fresse, Wealthy. Alter, du bist so ein Arsch. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Oh, aber ich sag dir, wenn ich dann teste. Oh, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen, immer nur testen. Okay, du testest, ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung. Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Wir haben ein Problem. Test. Den Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Sehr tödlich, extrem. Oh, ja, gut gemacht. Schön, dass Wes nicht so dumm ist. Das ist einmalig. Der macht uns nämlich so scheiß Tests, die jeder blickt. So, wo ist denn hier der Ausgang? Ah, da drüben, okay. Schon mal gut. Du bist doch nicht ver... Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... Ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Los geht's. Mach's einfach nochmal. Und... Nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests. Neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ah, oh, da sind sie. Tja, mein Paradoxonplan geht nicht auf. Und es hat mich fast getötet. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso
Also ich glaube, das war jetzt die längste Zeit, die ich nicht geredet habe in einem Let's Play. Fast 5 Minuten. Na gut, okay. Welsi macht so einfache Tests, das ist ganz gut, ne? Hier Welsi Laboratories. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Dieser Test ist von mir. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Geiles Ding hier. Aufzug oder sowas. Ja, also hier können wir dann... wie können wir denn jetzt... wahrscheinlich so, ne? Ah, das kenne ich, glaube ich, aus dem Multiplayer. Also ich spiele ja selber kein Multiplayer Portal 2, aber ich kenne das so ein bisschen, weil ich selber mal Let's Plays geguckt habe. Ja, sowas mache ich auch. Aber irgendwie ist der Test ein bisschen komisch. Ich komme mit den Dingern hier noch nicht richtig klar. Ich gehe jetzt mal erstmal da hoch. Und dann versuche ich darüber zu gehen. So, welches Portal? So ein blaues Portal muss dahin. Und dann orangenes und dann können wir nämlich darüber. Aber ich finde diese komischen Transportdinger total geil. So, da holen wir uns nämlich den Würfel. Nein, verdammt, wir sind runtergeflogen. Ah, nee, das gibt's doch nicht. Ich bin ja so schlau. So, jetzt, wie gesagt, wir holen uns jetzt den Würfel und dann müssen wir den irgendwie auf die Druckplatte drauf. Die Druckplatte ist aber leider ein bisschen merkwürdig. Die klebt auf der Decke. Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt fliege ich hier. Boah, jetzt habe ich ja richtig hier eine gute Phase. Ich selbst die einfachsten Sachen nicht schaff. Naja. So, jetzt gehen wir mal bis zur Wand schön. Da kommen wir hier nämlich durch. Der Würfel ist ein bisschen verkrüppelt, aber gut, was soll's. Den lege ich am besten mal hier ab und dann tun wir da unten wieder Lichtbrücke hin. Wo können wir denn hier? Da geht eine Lichtbrücke hin. Das sind ja keine Lichtbrücken so wirklich. Das ist ja eher so ein Lichttransportsystem. Na komm mit, du Scheißwürfel! Meine Güte, so. Jetzt hier hoch, ne? Und jetzt musst du irgendwie da drauf. Frag mich aber nicht, wie ich das schaffen soll, weil irgendwie, ach, keine Ahnung. Erstmal da schönes Portal hin. Und da Portal hin. Und dann gehen wir mal in diesen Strudel rein. Nein! Dieses scheiß Würfeldingens, das soll doch... Nein, du sollst... Ach, leck mich doch am Arsch. So, du Würfel, du sollst mit mir mitkommen. Du sollst da nicht irgendwie... Ah, da ist er wieder da drin. Verdammt, ich schlage immer einen anderen Weg ein wie der Würfel. Das ist jetzt natürlich nicht sehr gut. Wie wär's, wenn ich... Jetzt das Orangen dahin tue. Ja, das war auf jeden Fall sehr schlau. Dann tue ich jetzt mal das Orangene dahin. Und das Blaue jetzt... Wenn das auf... Da... Alter, ich habe gerade keine Ahnung, weil ich hier... So vielleicht? Ach, da ist ja der Würfel, Mensch. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich eine Ahnung. Habe ich ja sowieso nie so wirklich im Portal, aber... Jetzt habe ich noch weniger eine. Ah, ich verstehe. Oh, gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hole euch dann ein. So, jetzt haben wir ihn. Der Test war gar nicht mal so schwer. Das war gut. Es sind GLaDOS-Tests, also sind die Tests tödlich. Jetzt habe ich dir nicht ganz zugehört. Tut mir sehr leid, GLaDOS. Na gut, egal. Ich muss auch kurz einen Schluck trinken, weil ich nehme ja auch schon seit einer Dreiviertelstunde knapp auf. Moment. Ich würde dir gern bei den Tests helfen, aber ich kann nicht. Entschuldige, du bist allein. Okay, GLaDOS, schalte dich mal schön ab. Jetzt ist das Ganze nämlich ein bisschen besser.
wie... Diesen Test habe ich selbst entworfen. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Okay, finde ich gut für dich. Wir müssen... Wo ist denn überhaupt der Ausgang? Das sollten wir jetzt erstmal gucken. Alter, das sieht richtig geil aus hier. So, erstmal hier hin, ne? Ist immer schön, so am Ende von so einem Gang zu stehen. Ich würde mal sagen, dass wir das orangene Portal mal dahin tun. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Siehst du die Taste da drüben? Geh da rüber. Ah! Warum kann ich dir beim Test nicht helfen? Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Ja, danke. Wir müssen auf jeden Fall schon mal darüber. Und wo ist denn jetzt eigentlich der Würfel rausgekommen? Ach du Scheiße. Gut, welches Portal müssen wir jetzt nehmen? Das orangene. Und dann mal den Würfel raus. So, jetzt hier schön. Ah, verdammt, das war zu Dingens. Weißt du, was ich meine, ne? Zu früh. So, jetzt können wir uns das Ding nämlich greifen. Jawohl, das können wir machen. Und jetzt brauchen wir nur noch eine Druckplatte dafür. Wo? Mach dich aus dem Staub, ja? Ich bring dich gleich um. So, wo ist denn jetzt hier die Druckplatte, wo wir das Ding hintun müssen? Boah, nee, wieder da oben. Egal, da müssen wir, welches Portal müssen wir? Das orangene. Ah! Da wollte ich doch gar nicht mit rein. So. Kann ich jetzt bitte mal hier raus? Das habe ich auf jeden Fall sehr gut gelöst. Oh, so. Ja. Gut gemacht. Danke. Wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein, du hast doch die... Klar, das hat Humor. Wow. So, und dann, das kloppen wir ja mal richtig hier durch. Ich meine, die Tests sind jetzt auch nicht so besonders anspruchsvoll wie Klados-Tests am Anfang. Aber gut, okay, das ist doch schon schön, ne? Und die Einführung der neuen Brücken ist auch toll. Ist doch eine gute Nachricht. Die Anzahl der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorrat. Ich komme, noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Also nochmal so ganz nebenher als Bemerkung. Alle, ausschließlich alle, sind hier verrückt. Außer ich natürlich, ne? Ich bin normal. Klados hat einen Skelettvorrat. Wealthy ist größenwahnsinnig. Die geschützten Türme haben irgendwie einen Knall und wollen uns umbringen und sind auch generell durchwirrt. Die anderen Roboter sind behindert fast. Alter, oh, meine Güte, welcher Mensch ist hier noch normal? Ich meine... Cave Johnson selbst als Lautsprecheransager war irgendwie bekloppt. Das ist... Na gut, okay. Was soll's, ne? Naja. Weiter geht's. Geil. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? So, wo tun wir denn Portal? Erstmal dahin. So, springen wir mal da rein. Und dann befördern wir uns mal auf jeden Fall nicht darüber. Weil da ist eine Glaswand. Gut. Da mache ich an dieser Stelle jetzt auch erstmal eine Aufnahmepause. Und dieses Rätsel machen wir dann halt in der nächsten Folge, ne, ganz normal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nicht vergessen, unter diesem Video wieder mal 10 Likes zu geben. Würde mich echt wieder freuen, wenn ihr das schaffen würdet. So wie in Zelda jetzt mal mit 13 Likes. Sehr schön. Ich bedanke mich fürs Anschauen, Feedback in den Kommentaren immer erwünscht. Falls es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja auch mal hier auf den Abonnieren-Knopf drücken, oben links. Bis denn, ne? Ciao, bis zur nächsten Folge.